Hallo meine Lieben, hier ist euer Helenchen Suhr, wollt mich mal melden, ja es geht mir gut, ja. Ich hatte ja schon wieder Vorschläge gelesen, dass ich, also ein Jahr hatten die Idee, dass ich hier dann ausziehen soll, ja bei meiner Familie, ich will das aber gar nicht. Weil die sind hier schon alle lieb zu mir, also hier tut mir keiner was, seid beruhigt und seid unbesorgt, mir geht's gut hier. Mir geht's wirklich gut hier. Aber ich mecker halt auch mal, weil das eigentlich auch nicht gewöhnlich ist, dass man so als alter Mensch bei den Kindern lebt. Naja, früher war das normal, ne? Da haben ja mehrere Generationen unter einem Dach gelebt, aber heute ist das ja nicht mehr so. Manchmal ist das auch nervig, ja. Naja. Mein Schwiegersohn ist jetzt da drüben und meine Schwiegertochter ist auf Geschäftsreise. Der hustet da rum. Ich bin jetzt hier, das ist alles ein bisschen komisch. Ich schlafe mit meinem Schwiegersohn da in dem Ehebett. Na, normal ist das auch nicht, wa? Naja, was mein Schwiegersohn? Gib mich doch mal an, ich bin doch eine alte Frau, ja. Und mein Schwiegersohn, der wird 60. Könnt ihr euch ja ungefähr ausrechnen, wie alt ich bin, ne? Erstaunlich, dass so weit wie ich hier noch rumkraucht, wa? Oh, ich bin jung geblieben. Ich bin eine ganz Flotte eigentlich noch so. Aber so mit alten Kerlen habe ich nicht im Sinn. Also ich möchte keinen haben, so in meinem Alter. Ich geb Bock drauf. Ich koche auch hier.